Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossroads Inn. So, keine Sorge, Kamera verschwindet. Haha. Ich spiele einfach so gerne mit diesen Hotkeys rum. So, wir haben beim letzten Mal die Aufgabenverteilung etwas besser angepasst. Hat auch sehr gut funktioniert, würde ich mal sagen, vom Geld her. Wir müssen jetzt aber, um die letzte Aufgabe der Dekoration zu erfüllen, noch ordentlich was an Geld ansparen, denke ich. Und außerdem hätte ich gerne noch eine dritte Kellnerin. Wir haben momentan zwei, die Tessny und die Osel. Nee, drei. Die Ragnar und Rian ist die vierte. Achso, eine fünfte dann. Also ich wollte ja drei neue ranholen. Genau so war das gedacht. Und die Leutchen hier auch zwischendurch mal ein bisschen... Oh, die hat sich schon die dritte hier. Nee, okay. Die Leutchen auch mal ein bisschen motivieren und alles. Und auch Vorräte wieder neu anschaffen und so weiter und so fort. Letztes Mal habe ich ja 10 Kerzen gekauft. Das war dann doch ein bisschen wenig, glaube ich. Dafür, dass schon wieder 5 weggegangen sind. Aiohol, Moment, wir gucken ins Lager. Ist auch schon wieder nötig. Dann würde ich sagen, kaufen wir da erstmal kräftig ein, dass wir 5x10 Kerzen einkaufen und nochmal 5x10 Aiohol. Moment. Huch, was ist das? Okay. Achso, ja klar, ich weiß warum. Ich hatte mal irgendwo was hier nachgeguckt und da war irgendwas wegen einer Quest und dann habe ich darauf drauf. Irgendwas habe ich darauf geklickt und dann ist er mir gleich hierhin gesprungen. Deswegen war. Also hier ist gerade irgendwie eine Quest drin. In Dame in Not. Genau, die hier. Und da bin ich nämlich hier drauf gegangen und dann springt er nämlich immer dahin und hier ist aber schon Kartenende. Und deswegen sah das gerade so komisch aus. Aber gut, wir wollten hier, ne? Schüchterne Isolde. Bringe mir doch bitte mal. Moment, schüchterne Isolde? Nee. Ist das Ding durch so? Nicht, dass ich jetzt hier bloß die Karawane angewählt habe. Achso, hier kann ich gar nicht diese Ausrufungen machen. Verstehe. Okay, I need... Oh Gott, viel zu teuer. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Wo waren die jetzt hier? Hier sind die Kerzen. Oh, die sind gerade günstiger geworden. Sehr schön. Die waren vorher noch bei 102. Das gefällt mir. Dann können wir nämlich gleich mal ordentlich was einkaufen hier. Das ist jetzt sehr, sehr teuer. Deswegen werde ich auch mal ausnahmsweise wieder Gerüchte benutzen. Zack. Haben wir schon mal über 200 eingespart. Nee, 160. Nahezu 200. Gut. Und mehr passt auch nicht rein, weil wir haben 10 Raum nur sozusagen. Davon haben wir 10 ausgefüllt. Von daher, zack, der Bombe. War jetzt ein ziemlich teures Anschaffen. Aber das sollte erstmal für ein ganzes Weilchen reichen. Oh, sei doch nicht so laut. Angeblich habe ich für irgendein Gericht nicht die passende Gerätschaft. Stimmt aber gar nicht. Ist alles da. Ansonsten hätte er hier unten Status angezeigt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und es ist auch alles in Benutzung. Es ist genügend Feuerholz da. Es ist genügend Wasser da. Oh! Nee, Moment, das ist hier. Hier wollte ich reingucken. Ja, da ist auch ausreichend Wasser da. Also von daher, die können mir erzählen, was sie wollen. Das war eine Fehlmeldung auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, hier sind noch Teller drin gelagert, die hier gar nicht reingehören. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob das hier wirklich schon voll ist. Nö. Oh, jetzt sagt Bus, wir haben zu wenig sauberes Geschirr. Nee, auch nicht. Wo ist denn... Was? Wo stapeln die schon wieder das ganze Geschirr, wenn ich mal fragen darf? Och, Leute. Hört doch mal auf damit. Das soll doch hier gar nicht gelagert werden. Genau, ist doch alles schon rausgenommen worden. Wo ist überhaupt noch ein Haken drin? Nirgendwo. Interessant. Also hier wäre Geschirr, da sind Tassen. Die sollen doch hier aber gar nicht mehr gelagert werden, Leute. Macht das wieder weg. Zack. Zack. Räumt das bitte einfach weg. Dankeschön. Jetzt fehlt wieder Holz. Es wurde aber gerade nachgeladen vom Elias. Ja, genau. Packesel. So, was ist hier los? Guter Service. Sehr schön. Scheiß Essen. Boah, das gehört sich aber nicht. Ach, apropos Scheiße und Zensur. Das wollte ich euch noch sagen. Ich hatte ja in der ersten Folge gesagt, dass ich FSK 18 hier reingeben werde. Wegen dieser Nacktheit, die hier drin zu sehen ist. Ich werde es aber nicht in jeder einzelnen Folge machen, sondern wirklich nur in den Folgen, wo dann auch Nucky Dice rumhüpfen. Ich denke nämlich mal, das wird damit zusammenhängen, dass hier später mal... Oh, das muss langsam repariert werden. Dass hier später mal im Hinterzimmer so ein wenig Gesellschaft geleistet werden soll, um es mal so zu formulieren. Und dass dann da immer wieder mal eine nette Dame oder ein netter Herr, je nach Vorliebe,
dann für den guten Service sorgen wird. Aber schön, dass wir gerade mal guten Service hatten. Dann muss ich doch gleich mal gucken, ob das jetzt gereicht hat. Nee, das war nicht hier, das war hier. Für zwei zufrieden, ne? Nee, für den zweiten hat es noch nicht gereicht. Aber der eine zählt jetzt mittlerweile hier rein. Der von gestern. Ah, verstehe. Das heißt, wir haben dann mit Ende diesen Tages, mit Tag 9, haben wir dann den nächsten Ruhmpunkt, der uns wiederum noch nichts ermöglicht. Okay, das ist gut zu wissen, außer dass wir hier upgraden könnten. Wie war denn das hier mit dem Scrollen? Ich muss immer rausscrollen. Ach nö. Kann ich das hier nicht irgendwie... Ah, Richtungstasten auf dem Nummernblock hier. Nehmen den Nummernblock. Wodurch wir... Okay. Wodurch wir dann das hier mal mit reinnehmen könnten. Werkzeugablage. Werkzeuge beschleunigen und verbessern die Qualität von Arbeiten wie Reinigen, Reparieren, Entfernen und Bauen. Ah, wir können also so eine Art Werkzeugkammer, Werkzeugstein machen. Ey, sag mal, das habe ich doch schon umbenannt. Was soll denn das jetzt hier? Oh, soll bitte Berlin heißen und nicht anders. Pass mal, ob ich enter mal durch. Vielleicht muss ich einfach mal entern. Das hatte gefehlt, keine Ahnung. Okay. Und der ist schon wieder Tristan. Was soll denn das? Heißt Robin bitte, ja? Danke. Huch. Bin ich gerade in meine Teekanne gekommen, Entschuldigung. So. Okay. Wir brauchen aber 10 Ruhm, um Toiletten anbieten zu können. Bettmieten ist dann bei 12. Raucherzimmer nochmal extra. Oh, es wird immer interessanter hier. Also wir bekommen mit der Zeit echt schöne Sachen mit hinzu. Schlafen liegen. Kann ich da meinen Angestellten sagen, dass sie schlafen gehen sollen oder wie? Interessant, interessant. Zeit mit WD da verbringen. Oh, hohoho. Ich glaube, ab dann können wir... Wir haben noch viel vor uns. Es wird noch ein sehr, sehr langes Let's Play. Das steht schon mal fest. Ja. Ich will erstmal nicht weiter auf das Thema eingehen, denn diese Folge hat noch nicht die FSK 18 Markierung. Was ist los? Essen ist köstlich. Oh, sehr schön. Die sind zufrieden. Oh, nur habe ich immer noch kein Trinkgeld bekommen, obwohl ich das schon freigeschaltet habe. Es wäre jetzt natürlich echt mies, dass... Also, wenn es jetzt irgendwie so sein sollte, dass durch die Patches, die alle noch gekommen sind, so nachträglich, dass ich dadurch jetzt vielleicht, einen Bug drin habe. Das wäre echt gemein. Aber ich hoffe doch mal nicht. So, wir müssen mal wieder ein bisschen auf die Vorräte achten hier. Okay, Suft wird geholt. Dann machen wir als nächstes die Kerzen, damit wir davon auch ordentlich was an Vorrat haben. Ach, krass, wie schnell hier der Suft weggeht. Und ich muss auch langsam mal wieder Würste kaufen, denn so langsam gehen uns da auch die Vorräte flöten. Jetzt gucken wir doch aber erstmal, ob eine neue Dienerin möglich wäre. Ja! Die Gwinner. Sie ist eine Workaholic. Dieser Arbeiter zeigt große Leidenschaft für seinen Beruf. Hurra für sie! Und ziemlich oft krank, hat aber noch 2 unfreigeschaltene. Von daher nehmen wir die jetzt mal mit rein. So. Und dann sagen wir ihr auch, dass sie auch eine Tischbedienerin werden soll, die ab und zu mal reinigt. So. So war das mal, ne? Genau. Okay. Damit haben wir eine weitere Person mit dabei, die jetzt da aushelfen kann. Und dadurch bekommen wir jetzt hoffentlich schnelleren Service, der wiederum zu Trinkgeld führt. Hoffe ich doch einfach mal. Ich muss aber auch langsam mal auf die Tageszeit achten, denn wir müssten hier auch langsam mal wieder den Laden dicht machen. Vielleicht ab hier so. Und dann ab hier wieder starten. Mal gucken. Also, dass wir nach 9 irgendwann sagen, jetzt ist es erstmal Schicht und Schacht. Also, ich mache erstmal einen Tagesbetrieb. Wir machen später einen Nachtbetrieb. Vielleicht irgendwie so. Aber wir müssen halt auf jeden Fall auch ein bisschen die Lager umräumen, aufräumen, abwaschen lassen, Pause machen lassen und so weiter und so fort. Und wie ich gerade sehe, kommen die hier gar nicht so wirklich hinterher mit dem Reinigen. Kann es sein, dass ich... Wartet mal, ich glaube, ich habe hier einen Denkfehler drin. Ne? Heißt das auch abräumen? Müll wegwerfen, schmutzige Gegenstände säubern. Ah. Na warte mal, dann werden wir bei der Ursel das auch mal mit reingeben, dass Reinigung auf Mitte laufen soll. Genauso wie... Mach mal bitte nur die Dienerschaft anzeigen. Ach, das macht er gar nicht, ist ja schade. Okay. Ragnar, die sehr, sehr glücklich ist mit ihrer Aufgabe, soll auch ein bisschen mehr reinigen, damit alle mal so ein bisschen was machen. Oh. Damit hier auch die Tische abgeräumt werden. Ich dachte, das hier wäre nur das Fußbodenwischen und
dreckiges Geschirr abwaschen, aber klar, es macht irgendwo Sinn, dass man natürlich auch das dreckige Geschirr wegräumt. Irgendwo, ne? So. Ich glaube, wir werden nochmal alle einmal durchlaufen hier. Irgendwie sind sie gerade alle so ein bisschen komisch drauf. Ready for anything. Oder ein Großteil von ihnen ist komisch drauf. Did I burn something? This one's on the house. I lift to serve. Jetzt haben wir sie alle einmal durchgelobt, ne? Oh, die sprechen aber immer noch sehr laut. Ich will mal was probieren bei den Settings. Ob das vielleicht die Umgebungslautstärke ist. So. Fortsetzen. Nee, ist es nicht. Okay. Da müssen wir einfach damit leben. Lässt sich nicht ändern. Dann sind die halt einfach sehr laut beim Sprechen. Vielleicht kommt es später noch als Regler mit hinzu. Aber momentan ist es noch nicht mit drin. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die falsche Taste hier gedrückt. Okay. So, es kommt wieder gut Geld rein. Es geht aber bald wieder raus, weil wir bald wieder einkaufen müssen. Das ist echt schwierig momentan. Aber ich hoffe doch mal ganz, ganz stark, dass die ganzen neuen Angestellten jetzt dafür sorgen, dass wir die Leute schneller bedient bekommen, dass sie zufriedener sind. Und wir haben Ruhm 4 erreicht, sehe ich gerade. Sehr schön. Schlechter Service angeblich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und vor allem, wenn die aufsteigen, ist, glaube ich, ihr Erschöpfungsbalken ein bisschen haltbarer sozusagen. Dass die halt etwas länger brauchen, bevor sie wirklich erschöpft sind. Und ich sehe gerade, es kommen immer weniger Outlaws hierher, obwohl wir für die extra Essen anbieten. Machen wir doch mal eine Sonderbehandlung für die. Nicht genug Plätze zum Sitzen, das ist mir ehrlich gesagt egal. So, das habe ich gar nicht auf die Zeit geachtet, verdammt. Dann müssen wir einfach mal einen Tag lang dicht machen hier, denke ich. Dann werde ich hier ab 3 einfach mal zumachen. Sonst kriegen wir das nicht besser hin. Dann sollen die einfach noch zu Ende bedient werden. Und dann gucken wir wieder, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der abwäscht. Machen wir hier eine Prio hoch, dass wieder mehr abgewaschen wird. Und, Leute, jetzt räumt das doch bitte mal rum. So, da wird auch wieder Essen gebracht, sehr schön. Ja, es läuft langsam. Vor allem auch die erhöhten Preise machen sich wirklich bezahlt. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wenn ich wieder Normalpreis nehme, ob die dann mehr bereit sind, Trinkgeld zu geben, was über den erhöhten Preis geht. Keine Ahnung. Aufräumen bitte. Danke. Und später habe ich noch vor, hier hinten ein Lager einzurichten, dass sie dann nur mal kurz hier durchlaufen müssen fürs dreckige Geschirr. Und vielleicht da so einen Abwaschraum einzurichten, mal gucken. Weil dann hätten wir auch nach links und nach rechts wieder Platz für andere Räume, Spielzimmer und so weiter und so fort. Ich muss halt immer noch aufpassen, dass wir unten nicht zu doll in die Breite gehen, da wir ja unten auch auf unserem Grundstück generell so viel wie möglich selber anbauen wollen. Was dann hoffentlich gut funktioniert und uns eine ordentliche Menge an Einkaufskosten spart. Boah, ich würde sagen, der ist glücklich, wa? Schlechter Service? Puh, dann geht er woanders hin, ganz ehrlich. Also, wisst ihr, kann ja wohl nicht wahr sein. Reißt ihr hier einen Hintern auf und dann sowas? Ups, nee, so. Nein, ich will den Tisch anwählen. Gib mir den Tisch! Geht doch. So. Ich hoffe doch, dass jetzt so alles funktioniert. Wir könnten eigentlich auch theoretisch mal jetzt. Ich mache jetzt mal zu. Das reicht. Ich mache jetzt zu und ich lasse jetzt schneller vorlaufen. Dann bedient noch die restlichen Gäste, die jetzt hier noch vor Ort sind. Dann sollen die anderen erstmal gehen. Dann haben wir erstmal wieder einen guten kleinen Puffer aufgebaut. Und dann gucken wir mal, was wir alles noch einkaufen müssen und wo und für wie viel und so weiter und so fort. Weil wir kratzen immer so ein bisschen an der Grenze rum. Das ist halt auf Dauer gesehen nicht so vorteilhaft, wie wir uns bestimmt vorstellen können. Könnten wir mal gucken, ob wir noch mehr Zufriedene erreicht haben. War das? Hier war das, oder? Ja. Es braucht noch 3 weitere, okay. Das klingt immer so komisch. Wir haben jetzt hier nochmal einen weiteren. Das heißt, mit Tag 11 müsste dann hier wieder 2 stehen, oder? Um auf Stufe 5 zu kommen. Bestimmt, ne? Nee, es dauert echt lange, die rauszuwerfen, wa? Aber ich will die jetzt nicht manuell rauswerfen, weil die sind ja noch zahlende Kunden. Ups, nee, das war Ursel. Genau, die wollen mich noch 3 Getränke haben jeweils. Macht ihr jetzt alle Pause und arbeitet nicht mehr? Okay, raus. 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 Geht nach Hause. Es gibt nichts mehr. Huch, falsche Taste. So. Ja, ich spiele hier gerade im Fenstermodus, deswegen ist das gerade von der Ansicht her so komisch für mich.
So dass ich halt, ich könnte zwar hier drüber auch scrollen, aber meine Taskleiste taucht halt unten immer auf. Und oben habe ich halt noch diesen Rahmen drin. Aber ich habe für euch natürlich die Skalierung angepasst, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Was beschwert ihr euch? Ich habe euch doch rausgeschmissen. Geht nach Hause, wir haben Feierabend. Wir wollen auch mal ein bisschen ausruhen. Junge, Junge, Junge. Da geht doch woanders essen, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, ihr sollt ja auch gehen. Oder kann ich die nur rauswerfen, wenn ich so einen Rauswerfer habe? So einen Prügelknaben hier. Kann das sein? So, jetzt wird aber wenigstens erstmal wieder ein bisschen sauber gemacht. Sehr schön. Müssen wir auch mal ein bisschen auf unser Geschirr hier achten. Ey, das ist doch ein Graus, ist das. Geht abwaschen, Leute. Aber wir haben jetzt ausreichend Kerzen da. Ich muss auf jeden Fall nochmal Würste einkaufen. Das mache ich mal sofort. Momentan haben wir gerade noch das Geld dafür. Mal gucken, ob es vielleicht gerade irgendwo wieder im Angebot ist. Denn wie wir gesehen haben, ändern sich auch die Preise hier. Und jetzt hoffe ich doch mal ganz stark, dass sich das auch auswirkt auf die Produkte, die wir einkaufen müssen. Dass die hier manchmal irgendwo im Angebot stehen. Aber es sieht nicht so aus, ne? Nö. Was ist das hier? Ach, Bohnen sind das, ne? Bohnen bieten wir momentan noch nicht an. Tja, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir jetzt Würste ran? Nee, Wasser werden wir nicht kaufen, wir haben einen Brunnen. Ich glaube, es gab nur eine Ortschaft, wo wir Würste kaufen konnten, oder? Aber vielleicht ändert sich das ja mit der Zeit, ich weiß es nicht. Deswegen gucke ich hier gerade nochmal alles durch. Ich verstehe nicht, warum er immer gleich schon nach unten scrollt. Nee, 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 nee. War das hier nur in der Stadt möglich? Ja, hier. Boah, dann noch so teuer. Oh Gott. Wahnsinnig. Haben die auch Brot hier? Nee, ne? Das wir. Doch, haben sie! Oh, oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, das können wir uns gar nicht alles leisten hier, wa? Machen wir noch zwei Zwiebeln und noch zwei Brot. Damit wir das auch noch ein bisschen aufgefüllt bekommen. Und dann werde ich jetzt noch einmal feilschen, wodurch wir nochmal 139 einsparen. Und sagen wir jetzt bestätigen, denn das dauert auch ein Weilchen, bis das da ist. Und dann müsste es noch transportiert werden, in die Lager jeweils reingeräumt werden. Apropos Lager. Wie sieht es jetzt hier aus? Ist das Ding jetzt endlich mal... Nein. Leute, jetzt kümmert euch doch mal hier drum, verdammte Axt. Kann nicht wahr sein. Außerdem sollt ihr hier mal reinigen. Zwischendurch mal, wenigstens. So, wie sieht's jetzt hier aus? Das Ding ist leer. Hier sind 30 Suft drin. Wie viel ist hier unten drin? 38. Ja, würde ich mal sagen. Prio, hoch. So, wir gehen nochmal hier hin. Hier auch nochmal Prio hoch. So. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir aus dem Tab wieder raus. Und hier müsste doch eigentlich noch genügend Platz sein, oder? Ja, natürlich. Dann kümmert euch auch endlich mal drum, bitte. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was die für ein Problem haben. Warum nehmen die hier diese Teller nicht raus? Ich habe die doch hier rausgenommen aus dem Inventar. Also aus den Lagerregeln sozusagen. Ja. Die sind nicht mehr drin. Hier sind eigentlich nur noch Brot, Zwiebeln und Wurst drin, ne? Genau. Dann haltet euch doch bitte mal dran. Das wäre schön. Wäre wünschenswert. So, die Sachen sind da. Sehr gut. Elias und Martin. Oder Martin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wenn das mit Y geschrieben ist. Aber ich vermute mal, Martin ist richtig. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Holz? Hier sind noch 40 drin. Hier sind noch 35 drin. Und wir haben noch einiges hier gelagert, was ich jetzt leider nicht sehen kann. Ich kann jetzt bloß sehen, dass hier vier Stapel mit Brettern sind, die wir noch zu Hautklötzen machen können. Mit einem Hautklotz umarbeiten können. Und hier sind noch 14 drin. Okay. So, die Gäste sind alle raus. Wir können jetzt erstmal sauber machen. Wir können Pause machen. Gucken uns die Gemütszustände mal an.
abgesehen von Rainer sind eigentlich alle gut drauf. Doppelklick bringt auch immer noch nichts. Rechtsklick öffnet wieder nur das Menü. Vielleicht Shift? Nee. Was ich übrigens gesehen habe bei dem Umdekorieren hier, wenn man die Wände ändert, habe ich mal im Livestream von den Entwicklern gesehen. Einfach links Shift gedrückt halten, auf die Wand raufklicken und dann sind alle Innenwände auf diese Art und Weise verändert. So, passt mal auf, ihr Lieben. Mach mal kurz Pause. So, loben, 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 hallo, hier, loben, loben. Oh Gott, hier stehen sie alle übereinander. Ein bisschen. Loben, loben. Ist oben gerade jemand? Nee, wird aber mal Zeit. Das ist total mistig hier, Leute. Na gut. Was ist hier los? Zu lange gewartet? Ja, das ist mir doch eigentlich total egal, Leute. Wenn geschlossen ist, ist geschlossen. Oh, shit. But I'm getting close. Ja, jetzt haben sie alle auf einmal geredet, weil ich sie angeklickt hatte. Ja, dich habe ich noch nicht gelobt. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Ah, guck mal, das sieht doch super aus. Jetzt hoffe ich doch. Es wäre jetzt vielleicht noch schön, wenn man sich hier selber irgendwie so ein bisschen die Spalten legen könnte. Zum Beispiel nach Erschöpfung sortiert oder so und nicht nur nach Stimmung. Das wäre auch noch ein schönes Gimmick. Und wir können hier keinen anstellen. Was ich mir überlegt habe, einen weiteren Hilfskoch. Passt mal auf, da gucken wir uns mal ein bisschen durch hier. Der sieht doch gut aus hier. Wenn er alleine ist, singt er laut alte untermachische Kriegsgesänge. Untermachisch, okay. Tratsche. Nee, Tratsche. Tratsche natürlich, okay. Dieser Arbeiter kennt den besten Klatsch, obwohl er manchmal aufhört zu arbeiten, um ihn zu bekommen. Oh, naja. Aber gut, wenn er damit gleichzeitig auch ein bisschen die Wartezeit unserer Gäste versüßt, naja. Das hier kennen wir schon, das überzeugend. Mehr Geld und der ist ein Workaholic und hat noch ein nicht freigeschaltetes. Gucken wir uns mal noch die anderen an hier. Wieder ein Raucher, aber auch sehr loyal. Okay, loyal kennen wir schon als Beschreibung. Sein Schnarchen weckt die Nachbarn. Okay. Und Falk? Der ist auch clever. Dieser Arbeiter lernt schneller als jeder andere. So klug. Okay. Er ist auch stark, also zäh. Und er ist auch überzeugend. Jetzt schwanke ich gerade so ein bisschen zwischen Tito und Falk. Aber das Problem bei den Workaholics ist ja natürlich, dass die dann auch weiterarbeiten, obwohl sie schon erschöpft sind. Und dadurch wiederum leisten sie auch gerne mal schlechten Service, ne? Deswegen denke ich mal, nehmen wir mal den Falk mit rein. Sein größter Traum ist, das Lesen zu lernen. Ich denke, du bist clever. Okay. Ja gut, ich würde sagen, den nehmen wir jetzt einfach mal mit rein als Küchenhilfe. Der wird bestimmt eine Bereicherung für uns sein. Falk. Also, was? Ah, okay. Hier war noch irgendeine komische Vorselektierung drin, obwohl es gar nicht so angezeigt war. Einen Wachmann bräuchten wir wahrscheinlich, um jemanden rauszuschmeißen. So, Falk, mein Lieber. Bei dir wollen wir natürlich auch einstellen, dass du viel kochen sollst. Momentan erstmal noch kein Kunsthandwerk machen sollst, was da immer noch fälschlicherweise drin steht. Küchenarbeiten. Und Gastwirtschaft war die Zubereitung von Snacks und so, ne? Das machen wir mal auf Mittel. So, also haben wir hoch, niedrig, hoch, mittel. Einer. Hoch, niedrig, hoch, mittel. Genau, so passt's. Gut. Lassen wir das laufen. Dann können die erstmal wieder ein bisschen zubereiten. Das ist echt fies, dass das hier so übereinander schlägt. Jetzt weiß ich nicht, ob da wirklich was vorbereitet wird oder nicht. Lager einstellen. Ja, ich würde gerne die Lagereinstellungen vornehmen, was hier vorbereitet werden soll und was nicht. Apropos, da wollte ich mal was nachgucken offscreen eigentlich. Jetzt habe ich das vergessen. Ob hier nur Rohstoffe reinkommen oder ob hier auch fertige Gerichte reinkommen, die man ja vorbereitet. Aber ich würde sagen, ganz klarer Fall von Rohstoffe. Ja, definitiv. Also fertige Gerichte können hier nicht gelagert werden, das ist ein bisschen schade. Und das hier kann nicht als Lager genutzt werden. Okay. 10 möglich. Wie viele Gerichte, Getränke mit den vorhandenen Ressourcen zubereitet werden können? Na, das stimmt nicht. Also ich kann hieraus mindestens 50 Portionen machen und nicht 10. Was kostet jeweils eine Zwiebel und eine Wurst? Hier, also das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Genauso wie dieses Überlagerungs-Ding hier. Aber wie gesagt,
die Entwickler von Clabata, das Team, das ist wirklich sehr, sehr fleißig. Die machen, was sie können. Und wie gesagt, es kam in letzter Zeit schon fast täglich ein neues Update rein. So, das Lager ist ausgeräumt, es wird ordentlich was transportiert. Jetzt geht's doch aber wirklich mal wieder ans Öffnen, ne? Ah, schaut mal, die haben fleißig abgewaschen. So gehört sich das, die haben alles reingeräumt. Holz ist da, Kerzen sind da. Ich würde sagen, wir legen mal wieder los. Machen die Kaschemme hier wieder auf. Und dann lasse ich jetzt auch einfach mal ein bisschen schneller laufen. Damit hier schnellstmöglich Gäste kommen. Und dann nehme ich nochmal einen Schluck Tee. Ein bisschen unglücklich sind manchmal die Musiktitel im Hintergrund, dass die einfach so hart abgeschnitten werden. Aber gut, passiert. So, bleiben Sie denn? Der ist einfach vorbeigelaufen. Komm rein. Wir haben offen. Ja, du, komm rein hier. Lass es dir schmecken. Sehr schön. Das ist wieder unsere Angestellte, wa? Natürlich, die raucht mal wieder. Die ganze Zeit über Pause, ihr habt ihn trotzdem am Rauchen. Ich fasse es nicht. Also ich muss auf jeden Fall nochmal betonen, es wäre sehr, sehr wichtig, dass hier die Erschöpfung und die Loyalität der Leute steht. Ansonsten kann man da mal ganz schnell ein Problem bekommen, dass man das übersieht und jemand haut einfach ab. Oder man muss die wirklich alle einzeln durchklicken, was auf Dauer gesehen doch ein bisschen, naja, ist. Ach, hier war das mit dem Finden. Okay, verstehe. Oh, loben wir die nochmal, damit sie ein bisschen glücklicher sind. Eigentlich möchte ich dich nicht dafür loben, dass du hier einfach so rumsitzt. Und rauchst. So, Ragnar auch nochmal angucken. Wo ist die? Ach, die war gerade in der Küche. Halt. Moment. So, zack. Hier. Wenn dann der Laden mal richtig läuft, kriegen sie auch regelmäßig Bonuszahlungen. Aber momentan läuft der Laden halt noch nicht so extrem gut, dass wir uns dann wirklich sowas mal leisten können. Und wir bekommen noch nicht mehr Trinkgeld. Das ist doch so gemein. Was ist hier los? Warum kriegen wir kein Trinkgeld? Ich hab das doch freigeschalten. Na gut. So, da fällt mir ein. Eigentlich hätten wir doch jetzt eine Statistik hier. Moment. Nö, es hat doch nicht gezählt. Okay. Ach, ich hab mich verguckt. Okay. Alles gut, ich habe nichts gemacht, nichts gesagt. Alles ist in Ordnung. Ja, beobachten wir es einfach mal ein bisschen, wie viele jetzt zufriedengestellt werden. Zumindest kommt erstmal gut Geld rein. Also wenn der nicht zufrieden ist, dann weiß ich ja auch nicht. Oh, what? Okay, der ist ja auch cool. Er steht auf, torkelt hin und her, stockbesoffen und setzt sich an den nächsten Tisch, um nicht aufzufallen, was? Das weiß ich bloß nicht. Ist das hier immer aktuell? Oder muss ich hier immer wieder neu reingucken? Oh Gott, 13 Gäste haben wir heute. Davon bisher noch 0 zufrieden. Das ist nicht schön. Wir sind die ganze Zeit über der Ragnar gefolgt, weil ich auf Beobachten geklickt hatte. Oh, bitte mal sauber machen. Moment. Ich muss mich an die andere Steuerung gewöhnen hier. So. Ihh! Mach das sauber. Da hat jemand sich nicht beherrschen können. Genau. So ist gut, Martin. Martin, wie auch immer. So. Wird auch wieder fleißig abgewaschen. Sehr gut. Sag mal, fehlt hier noch die Feueranimation? Oder ist das nur bei mir so? Weil eigentlich hätte doch hier, wenn gekocht wird. Oder sind die schon vorbereitet, die Sachen? Dass der die jetzt bloß hier rausnimmt und schon mal nebenbei vorbereitet und hier aber schon die vorbereiteten Sachen vorhanden sind? Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus hier? Von den Meldungen her? Schlechter Service. Was? Kann gar nicht sein. Ey, ich habe so viele Angestellte mittlerweile, die nur bedienen sollen. Das kann nicht euer Ernst sein. Null zufrieden? Oh, was ist denn hier los? Was soll ich denn noch machen? Gibt's doch nicht, ey. Aber Alkohol ist noch hin. Oh Gott, wir müssen schon wieder Alkohol kaufen. Krass. Können wir uns doch gerade im Moment wieder leisten. Brauchen wir noch irgendwas, was wir von denen bestellen können? Ja, mal gucken, ob die Bretter da haben. Dann gehen wir mal jetzt zum Banditen rüber. Huch.
Hier gab es gerade einen Ruckler bei mir. Keine Ahnung warum. So, habt ihr Bretter? Ja! Ach nee, halt! Wir haben doch noch so viele im Dingens, oder? In unserem... Ja, mein Timer, ich weiß. So. Wartet mal, ich muss das nochmal abbrechen. Wir haben doch noch so viele hier drüben. Ja klar, brauchen wir keine neuen kaufen. Kann man sich da sparen. Nee, dann holen wir sie jetzt einfach nur noch mal ein bisschen Suff ran. Was? Für 135? Oh, die sind ja super günstig gerade. Für wie viel haben wir die hier gekauft? Für 200 irgendwas, ne? War das überhaupt hier? Ja. Boah, nee. Dann kaufen wir die jetzt hier, aber sowas von. Also auf jeden Fall 5 hiervon. Habt ihr auch Brot? Mach mal nur diesen hier. Boah, das ist ja ein Träumchen gerade. Okay, Brot und Zwiebeln sind ein bisschen teurer. Aber die Würstchen für so einen geilen Preis? Da sag ich doch nicht nein. 1, 2. Machst du hier auch nochmal 2. Machst du hier nochmal 1. Ne? Ist ja mega viel gespart, ey. Krass. Ja, wir sollten auf jeden Fall regelmäßig bei Remy vorbeischauen. Ich glaube, der passt auch so ein bisschen sein Angebot auf unseren Bedarf an, habe ich das Gefühl. Aber gut, ihr Lieben, ich habe es gerade schon erwähnt, der Server ist schon wieder vorbei, der Timer hat schon wieder gemeckert. Oh Gott, ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr wissen wollt, wie es morgen weitergeht, dann geht es morgen weiter. Oh Gott, Junge, du brauchst eine Pause. Tschüss, bis morgen.